Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem, ja, Let's-Test des Agrarsimulators 2013. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, guckt es euch an und bildet euch eure eigene Meinung. Wir spielen natürlich nicht das Tutorial, wir können alles. Wir nehmen ein neues Spiel, ja, Toskana in den Alpen oder in den USA. Wir nehmen die Toskana. Und schon sind wir drin im Spiel. Das Haus ist noch nicht ganz aufgebaut, aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist... Ah, okay. Wir können Hühner ärgern. Oder? Ja, wir können Hühner... Okay. Jetzt habe ich Angst. Das ist ein Geisterhuhn. Was haben wir? Wir haben einen Hund. Okay, cool. Kommt der, wenn wir ihn angucken? Ey, das ist ja geil. Okay, das finde ich cool. Wir können nicht springen. Ganz schlecht, wir können überhaupt nicht springen. Wir haben einen kleinen roten Traktor. Oh, oh. Und, wie macht man... Man kann... Wenn ich jetzt wüsste, wie man Türen aufmacht, was ich nicht weiß. Ja, zeige ich euch gleich. Wir fahren gerade mal eine Runde. Na, komm. Kann ich jetzt... Okay, ich habe ein Lenkrad angeschlossen. Ich frage mich gerade bloß, wieso wir kein, also wieso ich keinen Ton habe. Ich weiß nicht, ob ihr Ton habt. Ich habe keinen Ton. Können wir den Hund überfahren? Können wir? Nö. Hühner? Wir können Hühner jagen, aber überfahren? Ich wüsste, Schweine haben wir auch. Kühe und Schafe auch anscheinend. Jetzt wüsste ich, okay, da steigt man aus. Das kann ich hier rein? Ich möchte gerne hier rein. Hallo, ich möchte hier rein. Was kann man da machen? Gar nichts. Ich würde gern. Ah, okay. Sehr interessant. Ich hätte gerne einen Traktor. Nicht die. Hallo, wird der mir auch mal angezeigt? Ah, was gibt's denn hier so? Fend? Mit einem Fend. Dicken. Nein. Der sieht doch gut aus. Kaufe ich. Und ich würde sagen, hallo. Geht so langsam. Nicht gemacht. Ah, okay. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mal. Und fahren damit die Gegend erkunden. Das Geile an dem Spiel ist, dass ich halt, also das Spiel Terraforming hat, dass sich die Textur verändert, wo man lang fährt, dass Spuren gibt. Aber das Spiel ist halt extrem ressourcenfressend, das braucht extrem viel Leistung. Ich nehme gerade mit 19 Frames auf. Und hier ist anscheinend ein Bug, hier gibt es keine Straße. Cool. Finde ich gut. Man kann auch in die Innensicht wechseln, ich weiß aber gerade die Taste nicht mehr und ich will jetzt nichts Falsches drücken. Naja, machen wir irgendeinen Scheiß. Okay, okay. Leute, seht euch das an. Noch ein Bug. Dieses Spiel hat eine Menge Bugs, das kann ich versprechen. Jetzt wüsste ich bloß gerne mal, wie das wieder ausgeht. Oh, na super. Geh aus. Okay. Geh aus. Okay, ich glaube. Ah, auf der Taste M. Wenn ihr jetzt keinen Ton habt, ich leg einfach ein bisschen Country-Musik unter oder so. Irgendwas werde ich da schon finden. Tankstelle. Okay. Wie teuer? Steht nicht. Nein. Oh. Geile Physik-Engine. Ich würde sagen, da oben fahren wir auch nochmal hin. Oder? Nein, wir fahren zurück zur Farm. Also. Natürlich fahren wir... Wisst ihr was? Ich starte einfach ein neues Spiel.
Toskana. Ne, komm, wir können ja was einfach probieren. Hier in den USA. Jo. Okay. Schwarzer Bildschirm. Ich kann die mal. Ach so, okay. Und wieder baut sich jetzt alles langsam auf. Dafür hat das Spiel keine Ladezeit. Super. Ich kann nicht in den Shop. Okay. Das Spiel hakt sich auf. Das Spiel reagiert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was seht. Oder nicht. Super. Naja, ist. Okay, ist in Ordnung. Geil. Ja, ein erneutes Willkommen, nachdem das Spiel abgeschmiert ist. Super. Aber diesmal stehen wir in den USA auf unserem Hof. Mit denselben Hühnern. Und wahrscheinlich auch demselben Hund. Irgendwo. Aber wir wollen jetzt was kaufen. Ich hoffe mal, es geht diesmal gut. Ja. Wenigstens sind wir schon mal im Shop drin. Ich kaufe noch mal was anderes, das nicht ganz so teuer ist. Ah, es wird immer teurer. Ah. Nein, wir brauchen keinen Hexer. Den nehmen wir, der sieht schick aus. Aber das ist mega teuer. Aber egal. Ach da. Dann brauchen wir noch. Was machen wir denn? Wir flügen einfach eine Runde. Ist denn was Großes? Ah, ist ja schon wieder zu groß. Okay, nee, wir nehmen doch den, der. So. Dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Ich habe immer noch keinen Ton. Ich habe schon nachgeguckt. Ich weiß auch nicht. Noch ein Bug, kein Plan. So. Aber ich guck grad nochmal. Aber wir hängen jetzt erstmal den Pflug dran. Da fliegt er direkt weg. Ich glaube, der will nicht. Aber was ich wirklich gut finde, das Spiel, bei dem Spiel, das ist wirklich eine Simulation. Du musst halt jetzt auch, wenn wir dicht genug dran sind, aussteigen. Also, wie steigt nochmal aus? Da, Y. Und dann hier drücken und da und dann macht er den ran. Also das ist schon echt cool gemacht. Man muss halt genau den kleinen Punkt treffen. Und auf Tab kann man. Ah, Zwilling? Ey, das ist ja geil. Drehen, okay. Wir wollen aber nicht hier fliegen. Hallo. Kann hier hoch machen? Oder soll das oben sein? Wir fahren einfach los. Über diese schicke Brücke da. Ich beschlossen gerade eben. Mit Vollgas. Wir wollen ja auch in diesem Let's-Test mal ein bisschen was machen. Ist das unser Feld? Jo. Ich denke mal schon. Ich würde ihn gerne noch, dass ich würde das Rad gerne noch hoch machen oder so. Aber hier tut sich nichts, egal was man tut. Wenn wir jetzt losfahren, funktioniert es schon. Naja, irgendwie. Man kann ihn doch bestimmt noch querstellen, also. Aber wo geht das? Nee, das ist vorne. Boah. Muss man dazu aussteigen? Den Hebel drücken, irgendwas? Oh, das ist doof. Nehmen wir mal so einen Flug. Kauf uns, habe ich den jetzt gekauft? Historisch. Ach du Scheiße. Keine historischen Traktoren. Machen wir den mal ab. Und fahren zurück zum Hof. Ja, wieder über die Brücke. Die Brücke ist voll sinnlos, Leute. Und das Wasser ist ziemlich grün. Ist voll hässlich.
Aber ansonsten werden diese kleinen weißen Löcher zwischen den Texturen auch leicht weggemacht werden könnten durch einen Patch oder irgendwie auch die ganzen Bugs, und dann wird das Spiel echt schön sein. Dürfte auch nicht so intensiv Ressourcen auffressen. Ich habe echt Hoffnung, dass es jetzt funktioniert hier. Ich würde sagen, unser Hof könnte eine Neuerung gebrauchen. Das geht hier. Achso, ist ja vorne. Ja, alles gut. Ach, hier geht. Ach doch. Aber hier fehlt es alles grün, die Straßen grün. Auf jeden Fall, so funktioniert das. Man kann dann auch nach Grubbern sehen. Ja. Okay. Sehr schön. So macht das ein echter Bauer. Na gut. Da unten ist was. Ja, okay. Na, ich sagte mal, mit diesem epischen Bild. Das war's für dieses Let's Test. Und haut rein, Leute.